Die neue Mercedes-Benz E-Klasse und der neue CLA. Die neuen. Ungezähmt und in Bestform. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. TV Allgäu Nachrichten am Dienstag, herzlich willkommen. Heute haben wir unter anderem diese Themen in der Sendung. Eine Karte als Dankeschön. Azubis werden mit Vergünstigungen belohnt. Teil des Alphabets. Füssener Schüler machen bei internationaler Charity-Aktion mit. Und Tag der offenen Tür. Klinikum Kempten präsentiert neue Notaufnahme und Radiologie. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ob das so immer stimmt, das sei mal dahingestellt. Klar aber ist, dass Auszubildende gerade in bestimmten Bereichen viel Engagement zeigen müssen, wenn sie Erfolg haben möchten. Die Lehrlinge der Freizeitwirtschaft erhalten für ihren Einsatz nun künftig ein Dankeschön von der Industrie- und Handelskammer. Denn die hat gestern die neue Azubi-Card vorgestellt. Hotelfachfrau, das will Anna werden. Momentan ist sie im dritten Jahr ihrer Ausbildung. Die absolviert sie im Hotel Schloss Lautrach. Die Ausbildung zur Hotelfachfrau gehört zum Bereich der Freizeitwirtschaft. Und gerade in dieser Branche werden an die 1700 Lehrlinge in Bayerisch-Schwaben besondere Anforderungen gestellt, findet Petra Löwenthal von der IHK. Sie müssen immer dann hinstehen, wenn andere Freizeit haben, dann müssen sie besonders viel arbeiten. Sie müssen immer freundlich sein, aber wir machen es gerne und gerade wir Erwachsenen sollten auch als Vorbilder da hinstehen und zeigen, dass uns unser Beruf eigentlich immer noch viel Freude macht, dass wir es als persönliche Bereicherung auch empfinden, anderen Freude zu machen, andere glücklich zu machen. Viel Idealismus ist auch in der Ausbildung zum Koch gefragt. Manuel weiß das. Er hat seine 3 Lehrjahre vor kurzem hinter sich gebracht. Gerade die Lehre zum Koch wird aber oft abgebrochen. Etwa 20% der Azubis werfen da das Handtuch. Schwierige Arbeitszeiten und wenig Zeit fürs Privatleben. Davon ist die gesamte Freizeitbranche betroffen. Um gerade dieses Engagement der Auszubildenden wertzuschätzen, um Danke zu sagen, dafür hat die IHK nun die Azubi-Card eingerichtet. Die hat uns viel Spaß gemacht, denn wir hatten die Idee im Frühjahr geboren und dann ging es ruckzuck. Die IHK hat ganz schnell sogar die Mittel bereitgestellt, dass wir diese Karte auf den Weg bringen konnten. Und als wir dann auch das erste Mal angefragt haben, ob die Betriebe mitmachen würden und Vergünstigungen für ihre Azubis anbieten wollen, da waren in kürzester Zeit 60 Betriebe bereit, da mitzumachen. Von den teilnehmenden Betrieben erhalten die Azubis mit ihrer Karte Vergünstigungen, wie billigere Eintrittspreise oder ein kostenloses Dessert im Restaurant. Ziel der Aktion ist es, den bedeutenden Bereich Freizeitwirtschaft mehr zu fördern. Etwa 10% der Mitgliedsunternehmen der IHK Schwaben gehören dieser Branche an. Um die Ausbildung für die Jugendlichen auch weiter attraktiv zu halten, führt die IHK zusammen mit der Azubi-Card auch den Azubi-Club ein. Ja, da kommt die IHK auch mal richtig fetzig und jung daher, denn der Azubi-Club soll eine Gemeinschaft bilden, eine Adresse für die Jugendlichen, sich auszutauschen, über die Ausbildung zu berichten. Sie sollen vielleicht auch untereinander mehr erzählen können, wie es ihnen ergeht, wie sie mit ihren Chefs klarkommen. Die Servicehelden, so nennt die IHK ihre Azubis der Freizeitwirtschaft. Einen guten Service und viel Freundlichkeit will auch Anna bieten. Für die Gäste steht alles bereit. Alles an den Nagel hängen und einen Traum verwirklichen. Das haben sich die Künstler Ashley Cooper und Philipp Sederholm gegönnt. Unabhängig voneinander hatten die Kanadierin und der Schwede den gleichen Traum. Mit ihrer Kunst etwas Gutes tun. Bereits 2008 haben sich die beiden kennengelernt und seitdem leben sie diesen Traum. Die Idee, ein Alphabet, das Motiv 13.000 Kinder, der Ort 26 Länder und das Ziel 10 Millionen US-Dollar. Am Montag wurde hier im Allgäu ein Foto gemacht, das zu diesem ehrgeizigen Ziel etwas beitragen soll. Man nehme eine Wiese bei Füssen mit Blick auf die Königsschlösser, rund 400 Kinder aus verschiedenen Schulen dort und Menschen, die das Geschehen dokumentieren. Fertig ist das Wohltätigkeitsprojekt. Aber der Reihe nach.
Direkt in der Früh haben sich die Mädchen und Jungen mit ihren Lehrern auf den Weg gemacht, angeführt von der Kanadierin Ashley Cooper, Mitorganisatorin des Projekts ABC Charity. Dass das mit Kindern umgesetzt wird, hat einen guten Grund. Kinder, weil sie unsere Zukunft sind. Das klingt vielleicht abgedroschen und idealistisch, aber es ist einfach wahr. Wenn wir die Kinder positiv beeinflussen können, dann sieht die Zukunft rosig aus. Die heutigen Themen in den Medien sind eher negativ und lenken Kinder vielleicht in eine negative Richtung, in einen Lebensstil, in dem sie sich nicht mehr um andere Menschen scheren. Deshalb wollen wir die Kinder ermutigen und ihnen zeigen, dass es Spaß macht, anderen zu helfen. Die Schüler aus Füssen und Umgebung dürfen bei dem Projekt, das sich selbst das größte wohltätige Kunstprojekt der Welt nennt, den Buchstaben D formen. Der Schwede Philipp Sederholm hat das Projekt mit Ashley Cooper ins Leben gerufen. Das Allgäu wurde stellvertretend für ganz Deutschland ausgewählt. Insgesamt sind es 26 Länder, in denen Kinder zwischen 7 und 15 Jahren zu menschlichen Buchstaben werden und so das Alphabet bilden. Bisher haben wir A, B, C und jetzt D. Das A war in Südafrika, das B in Namibia, das C in Schweden und das D hier jetzt. Wie lange wird es dauern, bis ihr das Alphabet ganz beisammen habt? Unser Ziel ist es, einen Buchstaben alle 1 bis 2 Monate zu schaffen. Aber Philipp und ich machen alles. Wir finanzieren und organisieren das Ganze selbst. Wie schnell wir sein können, hängt auch von der Unterstützung ab. Für ihren Traum haben Ashley Cooper und Philipp Sederholm alles verkauft und reisen in den nächsten Jahren von Land zu Land, um das Kunstprojekt zu verwirklichen. An jedem Ort dokumentieren sie mit freiwilligen Helfern, wie die Buchstaben entstehen. Daraus wollen die Organisatoren später einen Film machen. Die Fotos der Buchstaben wiederum sollen einem guten Zweck dienen. Sobald das Alphabet fertig ist, können Interessenten ihre Namen buchstabieren. Wir haben das so geplant, dass die Leute die Buchstaben kaufen und eine wohltätige Organisation aussuchen, an die das Geld geht. So garantieren wir, dass das Geld für die Bilder nicht an uns geht. Es kommt zu 100% der gemeinnützigen Organisation zugute. Der Käufer wählt eine, schickt dorthin das Geld und bekommt von uns die Fotos. Durch den Verkauf der Buchstabenfotos hoffen die Künstler, dass sie mindestens 10 Millionen US-Dollar für wohltätige Zwecke sammeln können. Die 400 Kinder in Füssen haben auf jeden Fall ihren Beitrag dazu geleistet. Sie können ab sofort von sich behaupten, dass sie beim wohl größten wohltätigen Kunstprojekt der Welt mitgemacht haben. Ja, Sie können das ABC Charity Projekt auf der Internetseite der zwei Künstler übrigens mitverfolgen. Die Adresse lautet www.peaceloveandphotography.tv. Kommen wir zu einem anderen Thema. Als ehemaliger Trainer des FC Memmingen ist man scheinbar äußerst begehrt. Gerade mal 10 Tage war der langjährige FC-Coach Esat Karic ohne sportliches Engagement. Gestern dann wurde bekannt, dass Karic jetzt ins Oberallgäu gewechselt ist. Der 54-Jährige wird ab sofort den Bayernligisten FC Sonthofen trainieren. Die Verpflichtung von Karic sorgt allerdings in Expertenkreisen für Kopfschütteln, denn der FC Sonthofen hatte erst vor 3 Wochen Hermann Rietzler als neuen Trainer verpflichtet. Ja, und ebenfalls wieder einen Job hat auch der gebürtige Mindelheimer Rainer Maurer. Der ehemalige Löwentrainer hat einen Vertrag bei dem griechischen Erstligisten Skoda Xanthi unterschrieben. Vor seiner Arbeit in München war Maurer übrigens 2 Jahre lang Trainer, Sie wissen es schon, beim FC Memmingen, und zwar als Vorgänger von Esat Karic in den Jahren 1999 bis 2001. Ja, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit allen weiteren Meldungen aus der Region. Fühlen Sie sich einfach wohl im Landhotel Grönenbach. Lassen Sie sich in unserem Wellnessbereich verwöhnen und entspannen Sie in unseren modernen und komfortablen Zimmern. Willkommen im Landhotel Grönenbach. Du kannst so vieles erst verstehen, wenn du dir selbst die Neugier lässt. Wer Augen schließt, um Schönes nur zu sehen, der wird dem Blinden gleich und vieles ihm entgehen von all dem weltgewordenen Rest. Gestatte dir, dich hinzuneigen zu dem, was dich zur Frage drängt. Das ist uns Menschen seltsam eigen, drum möge man uns bitte zeigen, wie alles stets zusammenhängt. Täglich mehr als eine Antwort.
Bereits seit über 28 Jahren können Sie unsere bekannt leckere und saisonale Küche genießen. Übrigens, wir im Storchennest haben keinen Ruhetag und kochen für Sie täglich durchgehend von 11 bis 22 Uhr. Eine Seite, auf der ich meine eigenen Beiträge schreiben und meine Fotos veröffentlichen kann. Ein Portal, auf dem ich wichtige Termine meiner Gemeinde erfahre. Und Neues aus meinem Verein. Das Mitmachportal fürs Allgäu. Griesti.de, unsere Heimat online. Allgäu-Mail, die Komplettlösung für Ihre Geschäftspost. Von der Abholung über die Erfassung und Sortierung aller Briefsendungen bis zur Zustellung. Ein persönlicher Ansprechpartner für Ihre gesamte Post. Zuverlässig, flexibel, preiswert. Allgäu-Mail, Ihr Spezialist für Briefzustellungen und Postlogistik. Griesti.de, das Mitmachportal fürs Allgäu. Jetzt kostenlos registrieren und dabei sein. Jetzt einschalten für die Kulthits der 70er, Top-Hits der 80er und die Hits der 90er und 2000er. Schon gehört? Das neue RSA Radio, der beste Musikmix aus 4 Jahrzehnten. TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Die Meldungen vom 24. September 2013. Drogen im Wert von etwa 45.000 Euro hat die Polizei jetzt in Kempten sichergestellt. Die Beamten hatten einen Mann und eine Frau am Ende einer Drogenbeschaffungsfahrt in die Niederlande festgenommen. Im Auto der beiden fanden sie 100 Gramm Heroin und 22 Gramm Kokain, in der anschließend durchsuchten Wohnung noch weitere Drogen und Spritzbestecke. Dort nahm die Polizei auch einen dritten Mann fest. Der 40-Jährige hatte die Drogen für die beiden verkauft. Das Memminger Landgericht hat heute 4 Drogendealer zu Haftstrafen zwischen 4 und 8 Jahren verurteilt. Die Männer im Alter zwischen 22 und 28 Jahren hatten gestanden, im Raum Memmingen im größeren Stil mit Kokain, Haschisch und Amphetaminen gehandelt zu haben. Die Drogen hatten sie in Holland besorgt. Auch die Mutter eines der Angeklagten wurde verurteilt. Sie bekam 2 Jahre auf Bewährung, weil sie wissentlich die Autos für die Drogenfahrten angemietet hatte. Beim Brand eines Industriekomplexes bei Weiler ist heute früh ein Sachschaden von mehreren 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war der integrierten Leitstelle gegen kurz vor 5 in der Früh gemeldet worden. Etwa eine Stunde später waren die Flammen unter Kontrolle. Zur Brandbekämpfung waren etwa 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Zur Bergung eines LKW musste die A96 gestern Abend in Richtung Lindau für insgesamt 3 Stunden gesperrt werden. Der Fahrer des Lastwagens hatte zwischen Wangen und Weißensberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Straße abgekommen. Das Gespann durchbrach zunächst einen Wildschutzzaun und landete anschließend in einem Graben. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Zur Bergung des Lasters mussten 2 Autokräne eingesetzt werden. Die Lösch- und Aufräumarbeiten nach dem Großbrand in einem Sägewerk am Wochenende bei Roßhaupten werden noch ein paar Tage dauern. Immer wieder flammen nach Angaben der Polizei Glutnester neu auf. Die Ursache für das Feuer ist nach wie vor unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und schließt weder Brandstiftung noch einen technischen Defekt aus. Wie berichtet, waren die Flammen am Samstagabend ausgebrochen. 3 Lagerhallen mit zum Teil hochwertigen Maschinen darin sowie ein Silo brannten komplett nieder. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10 Millionen Euro geschätzt. Es handelt sich damit laut Polizei um den größten Brand der letzten 10 Jahre im Allgäu. Es tut sich was in Sachen Parkplatzsituation an der Kemptner Hochschule. In der Nähe des Bahnhofs sollen rund 100 neue Stellplätze entstehen.
Dafür habe man einen Pachtvertrag mit der Bahn geschlossen. Die Flächen sollen unter anderem das Areal ersetzen, das im nächsten Jahr für den Bau des Möbelhauses XXL Lutz genutzt werden sollen. Das geschlossene Krankenhaus in Leutkirch könnte zu einer Reha-Einrichtung für Senioren werden. Unter anderem ist ein geriatrisches Krankenheim im Gespräch. Dieses könnte Modellcharakter für ganz Deutschland haben, so die Idee. Der Unterschied des Krankenheims zu einer anderen geriatrischen Reha-Einrichtung ist, dass das Krankenheim ganz ohne teure Krankenhausstandards auskommen soll. Bevor das Projekt in die Umsetzung gehen soll, ist aber noch eine wissenschaftliche Studie über das Projekt geplant. Die Oberschwabenkliniken, die das Leutkircher Krankenhaus aus finanziellen Gründen geschlossen haben, und der Landkreis Ravensburg stehen der Idee offen gegenüber. Bei einem Verkehrsunfall sind gestern Abend bei Lindau 4 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger war wegen überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. Weil dort eine 43-Jährige mit ihrem PKW entgegenkam, versuchte er auszuweichen. Das Fahrzeug des Fahranfängers überschlug sich, rutschte auf dem Dach bis in den linken Straßengraben und blieb am Ende doch wieder auf den Rädern stehen. Ein Mitfahrer des 18-Jährigen wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und ebenso wie die anderen Unfallbeteiligten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am PKW des Unfallverursachers entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Am Riedbergpass hat ein PKW ein Motorrad ausgebremst und dabei einen schweren Unfall verursacht. Der Motorradfahrer war der erste in einer Gruppe mit insgesamt 4 Fahrern. Als er einen vor ihm fahrenden tschechischen Skoda Octavia überholen wollte, beschleunigte der PKW-Fahrer plötzlich, sodass der Überholvorgang abgebrochen werden musste. Der Autofahrer bremste daraufhin abrupt ab und fuhr in die Straßenmitte. Die hinter ihm fahrenden Motorradfahrer mussten eine Vollbremsung durchführen. Ein weiterer Zweiradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte. Er musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise. Ja, soweit die Meldungen vom 24. September 2013. Und hier gibt es jetzt die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. Heute Nacht ist der Himmel größtenteils sternenklar, nur im Unterallgäu ist es neblig. Im Unterallgäu und im Oberallgäu kühlen die Temperaturen auf 11 Grad ab. Am Mittwochmorgen ist es am Bodensee und im Unterallgäu neblig, im Oberallgäu scheint die Sonne bei kühlen 6 Grad. Bis zum Mittag löst sich der Nebel auf und die Sonne kommt hinter den Wolken hervor. Im Oberallgäu werden Höchstwerte von bis zu 22 Grad erreicht. Der Donnerstag wird unbeständig. Im Ober- und im Unterallgäu regnet es gelegentlich. Der Freitag bleibt trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Der Samstag wird ebenfalls teils sonnig, teils bewölkt. Es bleibt angenehm warm. Am Bodensee und im Oberallgäu klettert das Thermometer auf 23 Grad. Gebietsweise kann es aber zu lokalen Schauern kommen. Der Sonntag und der Montag werden dann wieder wechselhaft. Mit 3 Jahren stand sie zum ersten Mal auf Skiern, mit 5 gewann sie dann ihr erstes Rennen. Maria Höfel-Riesch's Erfolgsgeschichte beginnt früh. Mittlerweile ist sie eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen der Welt. Unter anderem hat sie in Weltcuprennen bisher 72 Podestplätze eingefahren, davon 24 Siege. Jetzt war Deutschlands erfolgreichste aktive Skirennläuferin bei einem Meet and Greet in Kempten. Sie ist Doppel-Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Maria Höfel-Riesch gehört zu den erfolgreichsten Athletinnen der Gegenwart. Doch um so erfolgreich zu sein, braucht es vor allem eines: Training. Naja, wir haben eben nur eine kurze Pause nach der Saison, so 4 bis 6 Wochen, wo man wirklich auch mal wegfahren kann und mal ausnahmsweise die Seele baumeln lassen kann. Und dann geht es eigentlich direkt wieder los mit viel Konditionstraining. Täglich 6 bis 8 Stunden, 2 Einheiten am Tag, also richtig anstrengend. Und ab Anfang Juli ist man dann wieder mehr auf Schnee unterwegs. Also die paar Wochen oder Monate ohne Ski tun auch mal ganz gut, aber auch die Zeit ist anstrengend. Und ja, also für mich geht dann eigentlich Ende Juli der Winter los.
Zwischen Training und Vorbereitung nimmt sie sich aber auch Zeit für ihre Fans. Bei einem Meet and Greet in Kempten konnten Fans ihrem Vorbild ganz nah sein. Neben einem Interview auf der Bühne wurden dann noch Skier verlost. Drei Zuschauer hatten das Glück, neben den signierten Skiern auch einen persönlichen Eindruck von Maria Höfel-Riesch zu bekommen. Ja gut, also viel kann man ja nicht sagen aus den zwei Worten des Glückwunsches, aber schon sehr sympathisch. Ja. Und wer nicht das Glück hatte, die handsignierten Skier zu gewinnen, konnte Maria Höfel-Riesch bei einer Autogrammstunde treffen. Jetzt habt ihr ja Maria Höfel-Riesch gerade live gesehen. Ist sie denn so, wie man sie sich vorstellt? Ich finde schon. Also die schaut wirklich so aus. Gell? Und ist auch wirklich sympathisch und kommt gut rüber. Ist eine nette Sportlerin. Kann man sich als Vorbild für jeden jungen Sportler nehmen, denke ich. Nicht nur die Zuschauer und Fans hat Maria Höfel-Riesch mit ihrer Art überzeugt. Auch bei dem Veranstalter hinterlässt sie einen positiven Eindruck. Ich finde es eine Wahnsinnsfrau, unglaublich spannend, Ausstrahlung, sagenhaft, unglaublich sympathisch. Wir haben uns ja vorher unterhalten, extrem sympathisch und schon erstaunlich, dass ein Mensch, der so viel PR und so viel um sich herum hat, dass so natürlich bleibt. Also ich bin beeindruckt, toll. In der kommenden Skisaison will Maria Höfel-Riesch aber nicht nur mit Sympathie punkten. Ihre sportlichen Ziele sind ganz klar gesetzt. Ich hoffe natürlich, dass ich wieder in allen Disziplinen vorne mitmischen kann, wie auch die letzten Jahre. Man kann es immer schwer planen, man kann nur das Beste versuchen und dann hoffen, dass es gut läuft. Aber natürlich ist mit Sochi, also Olympia im Februar, ist natürlich das Highlight der Saison und es wäre schon das große Ziel und der große Traum, da nochmal erfolgreich zu sein. Ob sie ihre Ziele erreicht, wird sich in der kommenden Saison zeigen. In rund 4 Wochen geht's los. Dann beginnt das erste Rennen in Sölden. Dort kann sie wieder beweisen, warum sie zu den erfolgreichsten Athletinnen der Gegenwart gehört. Ja, wir machen jetzt noch einmal kurz Werbung. Danach geht es bei uns dann um den Tag der offenen Tür, und zwar am Klinikum in Kempten. Grund für die Veranstaltung ist unter anderem die neue Notaufnahme des Klinikums. Also dranbleiben, es geht gleich weiter. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht. Feiern Sie fröhliche Feste mit Dirndl und Lederhosen von Waffenbär. Waffenbär, das Einkaufserlebnis in Kempten. Super Schnee. Skifahren mit Schneesicherheit vor der Haustüre. Super Schnee. Die Skisaisonkarte für 38 Bergbahnen und 250 Liftanlagen im Allgäu, Kleinwalsertal und Tannheimertal. Super Schnee. Die Skisaisonkarte mit Gratisherbst. Jetzt schon im Herbst hoch hinaus und 2 Monate Wanderspaß pur genießen. Und für alle, die auch auf dem Gletscher Skifahren wollen, gibt's die Allgäu Gletschercard. Weitere Infos unter superschnee.com. Als eine der ältesten Privatbanken in Deutschland fühlen wir uns unserer Familientradition verpflichtet. Der verantwortungsvolle Umgang mit den Werten unserer Kunden ist für uns selbstverständlich. Wir nehmen uns umfassend Zeit für Sie und begleiten Sie in jeder Lebenssituation als verlässlicher Partner. Das gesprochene Wort zählt bei uns. Darauf können Sie sich verlassen. Schließlich ist Kundenzufriedenheit für uns ein persönliches Anliegen. Gabler Salitabank. Bank. So privat wie das Leben. Gratis Superschnee im Herbst. Jetzt schon im Herbst hoch hinaus und 2 Monate Wanderspaß pur genießen mit Ihrer Superschneekarte. Weitere Infos unter superschnee.com. Grenzenlos in Bayern und Oberösterreich. Wandern, ein Genuss für alle Sinne. Genussvolle Sommerglücksmomente. Einfach sagenhaft Wandererlebnisse an der Donau. Holen Sie sich Ihre grenzenlosen Urlaubsinformationen unter www.wandern.at. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Ihr traumhafter Urlaub. Gestalten Sie Ihr CW-Fotobuch und freuen Sie sich auf den Moment, es in den Händen zu halten. Mein CW-Fotobuch, mein Leben.
bringt sie bequem in die schönsten Wanderregionen. Gemeinsam aktiv die herrliche Landschaft erkunden. Gemütlich einkehren und die Tage genießen. Erleben Sie mit Arnold die schönsten Reisen. Angenehm reisen, gut erholen. Ja, normalerweise freut man sich, wenn man eine Notaufnahme nicht von innen sehen muss. Doch neugierig darauf, wie Patienten dort versorgt und behandelt werden, sind trotzdem viele. Entsprechend groß war deswegen auch das Interesse am Tag der offenen Tür im Klinikum Kempten. Am Samstagmorgen wurde der Klinikanbau in der Robert-Weixler-Straße offiziell eingeweiht. Danach konnten sich die Besucher dann die neue Notaufnahme und die neue Radiologie genauer anschauen. Die Versorgung der Patienten stand im Mittelpunkt am Tag der offenen Tür des Klinikums Kempten. Für die Besucher gab es einen Blick hinter die Kulissen. So konnten sie erfahren, wie und in welchen Räumen die Patienten versorgt werden. Ein Höhepunkt war die offizielle Einweihung des neuen Klinikanbaus. Ja, wir sind zunächst mal ganz stolz, dass wir heute der Öffentlichkeit die neuen Räumlichkeiten, also die neue interdisziplinäre Notaufnahme und die Radiologie präsentieren können, nach über 24-monatiger Planungs- und Bauzeit. Und wir haben das natürlich ein bisschen kombiniert mit Programm auch für die Besucher und für die Familie. So kann man eben auch für die Kinder ein bisschen was angeboten mit Clowns, mit Basteln, mit Kindergipsen. Und für die größeren Kinder und für die Erwachsenen haben wir dann draußen so Besichtigung von den Einsatzfahrzeugen, von Notarztfahrzeugen. Die neue Notaufnahme wird am 30. September offiziell in Betrieb genommen. Um das zu feiern, hatte man sich für den Tag der offenen Tür einiges einfallen lassen. Feuerwehr und Rettungsdienst zeigten, wie ein Mensch aus einem verunglückten Auto geborgen wird. Zuerst machen sich die Einsatzkräfte ein Bild von dem Unfall und überprüfen, ob der Verletzte ansprechbar ist. Dann stabilisieren sie seinen Hals und schützen ihn vor Glassplittern. Denn um ihn sicher aus dem Auto zu holen, soll das Dach abgenommen werden. Vorsichtig durchtrennen die Feuerwehrmänner zuerst die Frontscheibe, dann trennen sie mit einer hydraulischen Schere das Dach vom Auto. Wenn das Dach vorsichtig abgehoben ist, dann kann der Verletzte vorsichtig aus dem Auto gehoben werden, ohne das Risiko, seine Wirbelsäule zu bewegen. Und auch im Klinikum gab es einiges zu sehen. Man kann halt eben heute auch Räumlichkeiten besichtigen, die man danach nicht mehr besichtigen kann, es sei denn, man kommt als Patient rein, was man natürlich nicht will. Die Besucher wurden beispielsweise durch die neue Radiologie geführt. Neben den frisch eingeweihten Räumen konnten sie auch einen Blick auf die dort verwendete Technik werfen, zum Beispiel Katheter mit Ballons. Damit können Gefäße geweitet werden und sogenannte Stents, also Stützen, die diese Gefäße dann offen halten können. In einem extra abgedunkelten Raum konnten die Besucher kontrollieren, wie genau sie denn ihre Hände gewaschen hatten. Im Schwarzlicht wurde das Desinfektionsmittel sichtbar gemacht. Also ich glaube, das meiste Feedback war heute so ein bisschen an mich eben das Erstaunen, was alles in so einer Notaufnahme passiert, was dort für Geräte platziert sind. Auch die Erklärung, man hat heute auch Zeit gehabt, sich mit dem Personal darüber zu unterhalten, wie funktioniert das eigentlich. Nach zum Beispiel, wenn der Patient reinkommt, wird triagiert, was ist eine Triage, was passiert da. Und das hat die meisten, finde ich, glaube ich, bei meinen Rückmeldungen sehr angesprochen, weil sie gesagt haben, das kriegt man normalerweise eben nicht mit, wie so eine Notaufnahme abläuft und was da für Schwerpunkte in der Behandlung da sind. Die Triage ist eine Ersteinschätzung des Patienten. Dadurch machen sich die Ärzte ein Bild, wie schnell und wo sie den Patienten weiter behandeln müssen. Im Klinikum hatte man natürlich auch die kleinen Besucher nicht vergessen. Sie konnten unter anderem eigene Buttons gestalten. Außerdem waren die Klinik-Clowns auf dem Gelände unterwegs. Ja, und mehr zur neuen Notaufnahme am Klinikum in Kempten sehen Sie übrigens am Wochenende in der Sendung Treffpunkt Gesundheit. Hier auf TV Allgäu. Außerdem gibt es am Wochenende natürlich auch das Magazin Treffpunkt Freizeit, das Magazin Katholisch 1 TV und den Wochenrückblick von TV Allgäu Nachrichten. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Passen Sie auf sich auf. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen.